Grüß auf Servus und im Gerät Innsbruck. Heute sind wir in der Herrengasse. Da habt ihr es gerade gesehen. Das ist dieser Sozialmarkt, wo praktisch sozialbedürftige Personen einkaufen können. Wir haben uns das umgeschaut. Es gibt in Innsbruck sehr, sehr viele arme Leute, die froh sein müssen, dass es solche Einrichtungen gibt, weil sie sonst nicht was Essen da leisten. Und da hat jetzt der Bürgermeister über Facebook hinausgelassen, im Alleingang, hat er gesagt, ja, ja, die Flüchtlingskrise da an der Grenze, an der türkischen, und das ist wirklich brutal. Ich muss ja sagen, ich habe mir die Bilder angeschaut, also wenn man da die Kinder sieht und so, jetzt da dann wirklich laut. Nur kann der liebe Bürgermeister nicht sagen, wir in Innsbruck nehmen 200 auf. Lieber Bürgermeister, ich kläre dich auf. Das ist nicht dein Innsbruck. Das Innsbruck gehört uns Bürgern. Entscheidungen trifft der Gemeinderat, und dass du eine deiner vielen Alleingänge jetzt wiederum gemacht hast und da gesagt hast, wir nehmen sie auf. Nein, wir nehmen sie nicht, aber wenn wir sie nicht aufnehmen können, das haben ganz andere zu bestimmen. Aber ich würde sagen, wenn einmal deine Koalitionspartner, die dir bis jetzt meistens die Fahnentreue geschworen haben, sich auf den Kopf greifen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen, und was hat er denn jetzt wieder gemacht im Alleingang, dann muss ich sagen, sollte das schon zu denken gehen. Deine humanitären Überlegungen in Ehren. Aber wir haben in Innsbruck Leute, die am Abend auf der Straße schlafen müssen, Obdachlose. Wir haben Not an allen Ecken und Enden. Und da, denen Leuten müssen wir helfen, weil das sind unsere Leute. Und das andere ist eine Frage der EU, wie das zu klären ist. Sie werden sich was einfallen lassen. Auf alle Fälle tun nicht die Leute einwinken, weil es nicht dein Innsbruck ist. Und der Wirtschaftskammerpräsident hat sehr richtig das eingeschätzt und hat gesagt, die Stadtregierung ist ein Sauhaufen. Und der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Und lieber Georg Willi, du hast mit deiner Grünpolitik und mit deinen grünen Beratern, die übrigens sehr schlecht sind, zu verantworten, dass in Innsbruck die Leute unzufriedener denn je sind, dass überall geschumpfen wird und dass die Leute sagen, so kann es nicht mehr weitergehen. Und es wird wahrscheinlich auch so nicht mehr weitergehen. Und irgendwann einmal werden wir uns was einfallen lassen müssen, und wenn es so weitergeht, dann werden wir Mitte des Jahres mal einen Protestmarsch veranstalten. Ins Rathaus hinein. Du hast richtige Politik für uns zu machen, und ich sage nur, wir haben schon viel, viel bessere Bürgermeister und Bürgermeister in Innsbruck gehabt. In diesem Sinne, mir ärgert's. Servus Innsbruck und Servus die Wahl.